Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play CrossCode. Ich bin wieder Justin, ich wünsche euch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Wir sind hier jetzt gerade mit dem Fajro-Tempel fertig geworden. Und haben ein bisschen was über Enel gelernt. Ja. Und jetzt reden wir einfach mal mit Emilier und Citron. Beziehungsweise Tobi. Ich mag Tobi. Tobi ist ich. Was für ein schöner Ausblick. Es ist erstaunlich, wenn ich nur daran denke, wie groß dieser Platz ist. Oui. Und all das für ein Spiel? Na denn, es war schön mit euch beiden zu spielen. Aber ich befürchte, es ist Zeit, dass ich mich auslogge. Ich muss zurück zu meinen Studien. Oui. Selbes gilt für mich. Was studierst du eigentlich, Tony? Biologie? Oh, das ist richtig. Woher weißt du das? Okay. Ich habe nur geraten. Okay, gut. Das unterscheidet mich von Tony. Ich studiere keine Biologie. Ich kann Biologie nicht ab. Nee. Aber sonst bin ich effektiv Tobi. Oder eher ich. Hey. Wie du auch darüber redest, ich habe mich das jetzt schon eine Weile gefragt. Lea, was machst du eigentlich? Ah. Wir haben so lange gespielt und ich weiß immer noch kaum etwas über dich. Ich weiß, du bist sehr ruhig und alles, aber ich würde wirklich gerne mehr über dich wissen. Emilie? Du weißt Bescheid über ihr Sprachsynchronisationsproblem, richtig? Was? Lea kann nicht sprechen. Was? Seit wann? Seit die ganze Zeit, denke ich. Sie kann nur einige Worte sagen. Das ist alles. Wirklich, Lea? Du kannst nicht reden? Tronny, woher weißt du das? Helen hat's mir erzählt. Warte, wissen die anderen Guild-Member auch davon? Ja. Warum zur Hölle hat mir niemand davon erzählt? Ich wusste ehrlich. Ich hab ehrlicherweise gedacht, du weißt es. Ich kann es nicht glauben. Emilie, mach dir doch keine Sorgen darüber. Es ist nicht so, als hätte Lea es dir sagen können. Das ist schon wieder lustig. All die ganze Zeit. Ich dachte einfach, du wärst der ruhige Typ, dass du einfach nicht gerne redest. Nicht gerne viel redest. Aber wirklich? Jeder andere wusste es? Mann. Ja. Oh Mann. Sacre bleu. Das dabei fühle ich mich dumm. Ich bin mir sicher, dass es einfach nur ein dummer Zufall ist. Es hat besser auch nur das zu sein. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass Lukas es mir hätte sagen können. Und wie ich den Typen kenne? Oui,
ich werde ein wenig mit ihm, ich werde bald ein wenig mit ihm reden. Wie auch immer, das ist ein wenig, dies ist ein ja, Antiklimax. Bammer, ich weiß gerade nicht, wie das übersetzt heißt. Ich wollte dich besser kennenlernen und jetzt kannst du nicht reden. Und naja, ich werde sicher gehen eine ausreichende Liste mit Ja- oder Nein-Fragen zu schreiben für nächstes Mal. Das war nur ein Witz. Wie auch immer, ich muss jetzt wirklich gehen. Au revoir, jeder. Ja, dasselbe gilt für mich. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö. Oh nein. Bye. Also. Emilie hat's endlich herausgefunden, ha? Ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie es geschafft hat, das zu übersehen, nachdem jeder andere der First Class davon erfahren hat. Du brauchst wirklich eine spezielle Art von Glück, damit die Dinge so laufen. Bye. Bye. Du möchtest dich ausloggen? Ich denke, es war ein langer Tag. Wir sehen uns bald, Lea. Eine weitere Traumsequenz. Aber erstmal ein weiterer Ladebildschirm, ja. Natürlich. Und ey, ich wollte eigentlich hochladen, während ich aufnehme. Ne? Warum habe ich das nicht gemacht? Das ist auf jeden Fall Lea. Sie trifft sich mit wem und die gehen. Der sieht aus wie Tobi. Wusstest du? Würmer haben 5 Herzen. Ja? Genau so. Oh. Du versuchst das nochmal? Hey, ich hab dir gesagt, das ist nicht. Dieses hier ist nicht für jeden. Ach, komm schon, ich. Ich möchte nicht, dass du dir die Finger brichst. Ein Dschungel? Und da hört's auf. Und ein, nee, doch nicht, und ein Gebäude und eine Höhle in einem Dschungel. Und Lea geht da lang. Okay, aber das geht. Ich kann nicht attackieren. Aber das kann ich machen. Ach cool, ich kann mich im Traum bewegen. Das hatte ich ja noch nie. Haben wir hier unten? Nee, da will ich noch nicht hin. Nein. Ich hätte das Gefühl, will ich auch noch nicht hin. Okay, das ist interessant. Nein, da komme ich nicht lang.
Da ist noch mehr Abzweigung, das gefällt mir nicht. Das hier sieht mir aus wie ein Hauptweg. Ja. Ach, hier soll ich nicht hin? Okay. Ach, was haben wir hier noch? Hier haben wir wieder das, ne? Ja. Gut. Ich glaube, man soll sich hier ein bisschen verirren. Okay. Teleporter? Was zum Fick? Das ist immer noch leer? Oh mein Gott, hier ist jetzt dieses... Das ist aus dem Tutorial. Dieser Platz sollte in Ordnung sein. Es wird nicht in den offiziellen... Es wird nicht sehr bald in den offiziellen Spielbereich des Spiels eingefügt werden. Genau, hier ist genug Platz, um unsere Experimente zu... durchzuführen. Hm? Nein, Sergei ist nicht hier. Er hat kurze Füße bekommen. Was? Ich kann ihn... wirklich nicht verurteilen dafür. Trotzdem, wir sind so weit gekommen. Wir können jetzt nicht einfach aufhören, oder? Okay, also Shizukas Bruder ist da involviert, Sergei war auch irgendwie involviert, Lea ist da involviert und dann noch eine Person und... What the fuck? What the fuck? Oh Mann. Gerade aufgewacht. Guten Morgen, Lea. Hi. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Da gibt es etwas, was ich dir erzählen muss. Es gab einige Komplikationen. Und, dadurch warst du 3 Tage offline. Es tut mir leid, es gab nichts, was ich darüber machen konnte. Ah. Aber sorg dich nicht, Lea. Keine Sorge, Dinge sind immer noch in Ordnung mit dir, Lea. Zu diesen Umständen. Es gab nur einige technische Probleme. Oh, und ich habe auch einige gute Nachrichten für dich. Ich habe die Zeit genutzt, um ein neues Wort für dich hinzuzufügen, Lea. Gut, hier kommt es. Neues Wort. Wait. Eingebunden. Warte! Um ehrlich zu sein, es wird immer schwieriger für mich, um dir neue Worte zu geben, Lea. Ich fürchte, Dinge könnten kaputt gehen, wenn ich einfach damit weitermache. ich meine deine Avatar-Connection-Software. Außerdem behalte ich Backups, einfach nur für den Fall der Fälle. Kein Grund zur Sorge. Wie auch immer, ich dachte, warte, Maid. Maid,
Ich dachte, warte, könnte ein nützliches könnte nützlich sein, um Leute zu, an, um anderen zu sagen, dass sie naja warten sollen. Wie wenn es irgendetwas gibt, was du ihnen erzählen möchtest. Zum Beispiel, falls du dich an irgendetwas erinnerst, kannst du es mir sagen, indem du Warte sagst, richtig? Warte! Ja, genau, genauso wie das. Warte. Warte? Ah, du meinst, du erinnerst dich an etwas. Wunderbar. Lass uns sehen. Erst ist eine Person. Ich sehe vielleicht einen Platz. Okay. War es ein, den du bis jetzt im Spiel noch nicht erreicht hast? Interessant. Nun, wie können wir das weiter vergenauern? Directly anfangen, oder? Oh, ich denke, das ist Emilier, der Citron. Lea, du bist zurück? Hi! Endlich, wo warst du die letzten Tage? Oh, das ist ja richtig, was auch immer, wir haben großartige Neuigkeiten für dich. Ich bin Ehrenbetroni im Ruggi Abar Center. Du weißt schon, am Brunnen? Du solltest auch kommen, es ist hier so viel passiert. Très bien, man sieht sich. Schade, als würdest du bereits vermisst. Naja, lass uns deinen Traum ein andermal weiter diskutieren. Ja, es gibt keinen Grund, sich viel zu sehr zu beeilen. Geh einfach und triff dich mit den anderen. Fascho Temple Entrance, bitte. Ja. Ladebildschirm. Ein weißer Ladebildschirm. Ah, okay, bin ich direkt hier unten. Gut. Zurück zur Sanduhrsäule. Sehr cute, ne? Ich habe 3 Punkte da, da habe ich jetzt 2. Ich wollte es hier unten, ne? Wofa, jump into the air and fire a destruction laser along the direction here. Ja, das wollte ich in der Tat haben. Moment, ich habe jetzt... There's a long distance leaving icicle which can create multiple additional icicle traits causes chill. Wir haben jetzt Stufe 2? Oh mein Gott, oh mein Gott! Nahkampfart. Das heißt, dass dadurch wird wahrscheinlich die hier denn, ne? Extend the ice twirl by sucking in enemies with multiple hits and then ejecting them. To myself, then I'm going to free frozen stars causes chill. Okay. Wie ist es denn mit dem Branch jetzt? Also ist es auch so? So, so? Okay. Defense plus... Boah. Krass. Also wirklich krasser Scheiß. Scheiße, man muss sich hier wirklich extrem hart entscheiden, was man denn nimmt. Boah. Na gut, jetzt habe ich erstmal Punkte ausgegeben. Und jetzt eigentlich
möchte ich jetzt erstmal hier alles erkunden und die Sidequests machen. Und da unten habe ich auch noch nicht alles, da auch nicht. Aber das muss jetzt erstmal warten, da ja Rugiaba erstmal etwas für uns hat. Ich muss erstmal in der Story weiter, weil ich möchte mal eine Party dabei haben, wenn ich queste. So. Ich möchte mal eine Party dabei haben, wenn wir questen. Da sind sie. Na, was ist denn neu, meine Freunde? Lea, Cherie. Hi. Hallo Lea, es ist gut, dich wiederzusehen. Hui, du hast uns... Wir haben uns fast Sorgen um dich gemacht. Nun, ich wundere mich wirklich, was mit dir passiert ist. Hm. Ich denke, ich sollte dich jetzt mit Fragen abstechen. Komm schon, Emilie, ich bin mir sicher, das wäre sehr unvorteilhaft. Oui, ich habe nur gescherzt. Wie auch immer, ich möchte dir etwas zeigen. Hier lang. Guck, schaut dort oben. Sie haben endlich den Norden von Rugiaba geöffnet. Ja, und du kannst dort oben sogar noch viel mehr, das in Dorsch, noch viel mehr Händler finden. Außerdem bieten die Shops jetzt besseres Equipment, seitdem wir den Fajro-Tempel besiegt haben. Oui. Und du kannst... Und du solltest besser dein Equipment upgraden. Weil jetzt die große Nachricht kommt. Wir werden zu einem Raid gehen. Hä? Wie? Oui, ich kann es selbst nicht glauben. Sie haben ein Raid-Event gefunden, wo selbst Spieler unseres Levels teilnehmen können. Das heißt, wir werden zusammen mit Lukas, Lin und den anderen kämpfen. Naja, so ziemlich. Es werden zwei Tracks sein mit zwei Teams, die parallel laufen. Details. Wie auch immer, der Raid ist bereits morgen. Du bist gerade rechtzeitig aufgetaucht. Warte. Du hast immer noch nicht diese Shade, richtig? Hä? Du bist richtig. Es ist eine der Voraussetzungen, um den Raid beitreten zu können. Du brauchst zuerst die Green Sea Shade. Du findest sie in Autumn's Fall. Das ist nördlich von Rugiaba. Nimm einfach den Ausgang von Rugiaba East. Das ist richtig. Such einfach nach der glühenden Vogelstatue. Du kannst sie nicht vermissen. Übersehe. Wie auch immer, Citron und ich haben bereits diese Quest gemacht. Aber ich mache sie auch gerne erneut mit dir, wenn du möchtest. Selbes gilt für mich. Möchtest du, dass wir dabei sind? Ja klar, sicher doch. D'accord, lass uns denn gehen. Party, juhu. Nee, das war das. So, Rugiaba North. Ich bin gespannt. Das läuft hier richtig flüssig. Cool. Du bist nicht Shop, ihr seid Traders. Fake Traders. Hier geht's nur wieder nach unten. Da geht's nicht lang. Ich bin gespannt. Ja, Waffen shoppen. Okay. Interessanter. Warum haben die nur Goggles und keinen Helm oder sowas? Na super. Dann
Legwork geht raus, aber tatsächlich ist mir eigentlich scheißegal. Ich will ein bisschen mehr Angriff haben und ein bisschen mehr Verteidigung. Coppergirl, Winterclaw auf jeden Fall. Ach komm, ich kauf noch eine. Steel Mail habe ich bereits. Silver Mail. Ja, dabei gehen die Resistenzen ein bisschen runter, ne? Und Balance. Aber jetzt bin ich erstmal ausgerüstet, auch weil ich jetzt kein Geld mehr habe. Ausrüstung. Fairy Cap ist immer noch das Beste, was ich habe. Broken Shield habe ich immer noch. Daikon auch. Auch wenn ich denn nicht mehr Brawler habe, aber. Steel Mail, Silver Mail und Silver Boots. Vorbei. Was macht Ancients? Balance. Was macht Balance nochmal? Verzögert das Überhitzen, wenn man Elemente nutzt. Ah, das würde ich dann schon gerne behalten, eigentlich. Ach, scheiß drauf. Dann noch ein bisschen was verkaufen. Verbrauch, Ausrüstung. Never example of useless piece of equipment. Kann ich nicht verkaufen, okay. Winterclaw nur ein? Seriously? Nö, dann behalte ich das. Auch nur ein? Nö. Nein. Dann machen wir das so. Wow. Einfach nur wow. Es dauert immer noch ein Weilchen. Elemental Overload. Ja. Okay, hier sind überall Trader, mit denen man nicht traden kann. Wunderbar. Kommt bestimmt noch. Kommt bestimmt noch. Nur der Shop war mir jetzt erstmal wichtig. Ich möchte irgendwie darüber. Ich habe das Verlangen, dort rüber zu gehen. Habe ich wirklich. Wieso komme ich hier nicht rüber? Das ist eine gute Frage. Warum komme ich hier nicht rüber? Muss hier doch noch irgendwie eine Möglichkeit geben. Es wird auf jeden Fall nichts hier. Nö. Wie komme ich denn da hin? Hier? Ja, hier. So komme ich hier hin. Wunderbar. Was ist das los? Ja gut, haben wir uns ein bisschen ausgerüstet. Wir haben vielleicht ein paar Effekte verloren, aber an sich eigentlich ganz gut. Die Frage ist, haben wir hier jetzt eigentlich... Der hat mittlerweile auch eine neue Quest für uns. Gucken wir uns das doch mal an. Sei gegrüßt, Sieger. Es ist gut, dich zu sehen. Gut zu sehen, dass du zu uns zurückgekehrt bist. Hi! Wie es passiert, wie es so passiert, braucht das Wohlergehen unserer wertvollen Natur wieder mal deine Aufmerksamkeit, ha? Ein weiterer Fall von Krankheit wurde in Autumn's Rise gesichtet, dieses Mal in einer mehr intensiveren Form.
Noch schlimmer ist, hat das Tricking a Sacred Tree that has been proven to be vital to the system. Es hat sogar einen heiligen Baum befallen, der vital für das ganze Ökosystem ist. Ich fürchte, dass es. Ich fürchte, dass es etwas schwieriger wird, diesen zu heilen, aber es muss um jeden Preis getan werden. Also kann ich wieder mal nach deiner Hilfe fragen? Klar. XP 15. Ja, gut. Was ist ein Level 13 Quest? Boah, das ist ja nix. Was sind wir gerade? Es wird Zeit. Es braucht Zeit. Also wird der. Und der starke Geruch wird auch Monster anlocken. Jetzt musst du den Baum verteidigen, bis er völlig geheilt ist. Lässt sich einrichten. Lässt sich einrichten. Und auch so, glaube ich, gibt es jetzt neue Quests. Im Hub. Weil ältere Sammelquests gelöscht wurden. Genau. Sei gegrüßt, Hicker. Ich sehe, dass du die Einführung zur Interaction Apprentice to become a Mystiker. You can be. We host a famous teacher here in Rukia. Master Sensei. Wow. Wow. Einfach wow. Er kann dir etwas bei. Er kann dir alles beibringen, was du wissen musst. Du musst einfach nur seine Quest akzeptieren. Du findest ihn in Rookie Harbor Info Hub. Edge All. Boah. Training via PPPR, Garden Dash, Final Challenge. Ich hatte das Gefühl, das wird easy. Not, you can solve this quest in a later version. Ah, okay, das ist noch nicht implementiert. Aber okay, wir haben die Quest. Ja, wir haben die Quest. Das heißt, sie wird uns angezeigt. Okay, die beiden sind nur noch nicht, aber die habe ich bereits. Gut. Intensive Tree Care, Create Hate. Collect Quest, Maroon Valley, Meeting Expectation, Eating the Hermit, Crocus Pocus. Ich würde sagen, wir gucken nochmal, ob die da hinten irgendwelche Quests für uns haben. Also die vom Verteidigungs-Dingster-Bumster. Also die hier nicht da sind, sondern da. Genau hier. Und keine neue Quest. Wunderbar. Ich weiß, ich überziehe gerade ein bisschen, aber ich möchte gucken, dass ich jetzt keine Faction Quests übersehe. Aber hier war auch noch eine Faction. Aber hier haben wir keine Quest. Wunderbar. Dann würde ich sagen, bevor wir uns jetzt um diesen Raid-Boss kümmern. Rukiaba, Autumn's Rise, Bergen Trail, Bergen. Wobei Autumn's Rise, da brauchen wir diesen alten Obelisken. Autumn's Residences, Last Minute Heroes Heimbasis. Ich gehe zum alten Obelisken. Weil da ist in der Nähe dieser heilige Baum, den wir verteidigen müssen, während wir ihn heilen. Dann würde ich sagen, fangen wir im nächsten Part mit Zeitquests an, ne? Klingt gut. Klingt gut, finde ich gut. Machen wir so. Also dann, ich wünsche euch dennoch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Justin. Haut drin und tschüss.